Hallo und herzlich willkommen zurück in der Karibik in Stranded Deep bei unserem Let's Play, wo wir letztes Mal tatsächlich es geschafft haben, unsere formschöne Hütte hier fertig zu bauen oder zumindest so weit weiter zu bauen, dass ich sagen würde, erstmal reicht's aus. Das Dach da oben hätte ich noch gerne drauf gehabt, aber das kommt schon noch. Das werden wir schon noch schaffen. Sticks haben wir tatsächlich genug. Was uns fehlte, waren immer diese Palmenwedel. Übrigens habe ich mittlerweile tatsächlich in den Foren gelesen, dass Kokosnüsse nicht nachwachsen. Bedauerlich. Sehr bedauerlich. Aber wir haben ja doch jetzt recht viele. Und was mir jetzt auch noch so eingefallen ist, eventuell könnte man später dieses hier als großes Lager nutzen. Wir haben ja bereits hier vorne unser Essenslager quasi. Übrigens. Ah, passt. Unser Essenslager und hier jetzt schon so ein bisschen die anderen Sachen reingelagert. Dann könnte man das hier als Lagerschuppen nutzen. Und hier vorne vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft nochmal was Größeres aufbauen. Ich meine, diese Insel bietet ja einen immensen Platz hier vorne in diesem Bereich. Aber ich glaube, das ist, da werden wir dann Jahre dran sitzen. Da müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Was wir auf jeden Fall machen sollten, ist mal wieder ein bisschen erkunden, ein bisschen umherreisen. Ich würde sagen, wenn wir dann auf den Inseln sind, sollten wir auch dann halt unsere Taschen immer schön voll machen. Das heißt, was haben wir hier? Feuerzeug. Lasse ich das mal ausnahmsweise hier. Und Feuer brauchen wir ja nicht unbedingt auf der anderen Insel. Das Feuerzeug lege ich mal dahin, wo es sich hin gehört. Hey, das ist okay. So, dann hätten wir den Platz schon mal wieder frei. Kompass, Paddel und eine Axt ist mal so eine Grundausstattung. Eigentlich noch besser, eigentlich ein Messer, aber ich weiß gar nicht. Hier haben wir die Sardinen hingelegt. Nom, nom, nom. Das hat voll viel gebracht. Nom, nom, nom. Immerhin. Und einen Schluck trinken wir auch noch. Wo habe ich die eigentlich hingelegt? Die Trinkkokosnüsse. Wo habe ich denn die hinge... da? Piep. Nicht piep. Okay. Schmeißen wir wieder dahin. Was letztes Mal ja tatsächlich war, ist, dass ich irgendwie Husten hatte. Der Charakter hat also rumgehustet. Und ich bin ja von der Palme gefallen. Ich weiß jetzt gar nicht, sah unser Arm vorher schon so schlimm aus? So zerkratzt? Oder ist das ein leichtes Symbol davon? Und vor allem verliere ich gerade schon wieder Nahrung. Also irgendwie hilft es ja nichts. Wir müssten nochmal hier ab an den Kokosnussvorrat. Was haben wir hier? Beans! Ja, schön. Komm, nehmen wir mal eine Krabbe. Eine Krabbe, ja, eine Krabbe. Und, so, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das Essen vorhält, nicht, dass ich immer noch krank bin. Hier haben wir immerhin Beans. Da bin ich mir jetzt mal gespannt, ob man die hier so... Komm, wenn ich die aufstelle, dann rollen die bestimmt nicht. Komm. So. Haben wir... Werden die mit einem Mal gefuttert sein? Ich schätze mal schon, aber die werden bestimmt einen ganzen Haufen an Nahrung herstellen. Insofern heben wir uns die mal auf für den harten Notfall, der hoffentlich nie eintritt. Ja, hier liegen die Messer. Ich bleib bei meiner Axt. Paddel habe ich sowieso. Dann geht's mal in Richtung Bötchen. Ich glaube, da war ich zuletzt hier am Norden angelegt. Dann könnten wir jetzt ja mal in Richtung... Da war wieder ein Hai. Ich habe es genau gesehen. Ah, die lassen wir. Die lassen wir erstmal. Ja, puh. Wollen wir... Ich weiß gar nicht, was wir jetzt schon erkundet haben. Da blicken wir genau Richtung Osten. Ich glaube, ich wollte genau Richtung Osten aufbrechen, wurde aber von Regen und oder Nebel aufgehalten. Bin mal gespannt, ob das wieder ist. Und was ich... Wie war das mit diesem Bug? Lass mich. Lass mich.
Nein, du sollst mich lassen. Ich verspreche, ich nutze den Bug auch nicht mehr. Wie war denn das nochmal? Man konnte doch irgendwie... Ich habe das doch letztes Mal hinbekommen. Während man paddelte, so... Ist das jetzt schneller? Ich glaube, jetzt ist es schneller. Oder? Man weiß es nicht. Lass mich high. Nee, ich glaube wirklich schneller ist es nicht. Ich probiere es jetzt noch einmal. Moment. Also ich glaube, man sollte das halten, so dann in Dings reingehen, dann kann man loslassen, schließen und dann neu. Ja, genau, okay. Jetzt haben wir es schnell. Ich mache das auch mal und denke, es ist in unser aller Sinne, dass die Reisewege ein bisschen kürzer sind. Zumal einem da sehr schnell langweilig wird bei dieser Sache. Viel spannender, diesem hektischen Rudertreiben hier zuzusehen. Yay! Die Insel sieht... Rechts eine Palme, links eine Palme, halbwegs unberührt aus, aber vielleicht waren wir auch doch schon drauf, ich weiß es nicht. Fast runtergeflutscht. Na, hier sind wir doch wohl noch nicht gewesen. So, das ist jetzt also nach Osten, das heißt... Alter, 1, 2, wie viel noch? Die Insel ist ja ganz schön groß von hier aus, aber so, wir müssen jetzt dann wieder zurück, wäre ganz streng nach Westen. Das heißt, dieses kleine Häufchen Elend ist unsere Insel. War das so weit? War das so weit? Muss? Oder das da? Nee, hier, das ist unsere Hauptinsel. So weit waren wir nicht. Das ist die Hauptinsel. Hey, 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 hey. Okay. So, da wo das Boot steht, leicht Richtung Norden. Vom Westen aus betrachtet. Also ganz leicht Richtung Nordwest. So, ja, merken. Achso, vielleicht kann man sich einfach die Zahl merken. Das sind wir ungefähr bei 270. Ne, 280 ist das, oder? Ne, 290? Ach, diese blöden Zahlen. Die kann man eh nicht lesen, wo es zugeordnet ist. So, dann. Paddel. Behalte ich einfach im Inventar. Wir machen uns mal ans Werk. Mal schauen. Da hinten liegt ein Schiffswrack. Ist nur leider gut bewacht. Da liegt auch was im Wasser. Ich frage mich, ob man sich mit so einer Axt bewaffnet, in Anführungszeichen, tatsächlich mit Haien anlegen kann. Darf, soll, wird. Hier wage ich es mal ins Wasser. Zumal hier so eine kleine vorgelagerte Sandbank ist, die dann hoffentlich die Haie so ein bisschen daran hindert, sich mir zu nähern. Da haben wir eine Kiste. Ein Hammer. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nehme ich mit. Ein Hammer können wir gebrauchen, auch wenn es jetzt sicherlich nicht das... das beste Item ist, was man finden kann. Was hält hoffentlich einfach ein bisschen länger als der gecraftete Hammer. Ist durchaus in Ordnung, auch wenn mir irgendwas, keine Ahnung, eine Harpune oder sowas, das... Yeah, nein, Palmen, da bin ich kuriert von erstmal. Eine Harpune wäre cool. Sehen wir hier irgendwo was blubbern, dass wir da ein Schiffswrack in der Nähe hätten. Jetzt sind die Haie weg, kann das sein? Soll ich es etwa mal wagen oder nicht? Hm. Ne, da hinten ist er wieder. Der Drecksack. Ist die große Frage, ob das so gesund ist, da jetzt tauchen zu gehen. Wir könnten uns noch einen Speer machen. Ob ich mit dem wirklich was ausrichten kann? Ich mache jetzt erstmal Folgendes. Ich glaube, dass das Intelligenteste in Anführungszeichen wäre in der Tat, sich mit einem Speer bewaffnet aufs Boot zu stellen. Wir sammeln erstmal so ein bisschen ein, was da rumliegt.
Wenn ich das hier so sehe, werde ich wohl... Ja, es sieht so aus, als wären wir hier übernachten müssen. Insofern wird es wieder mal ein Bett geben. So, wir markieren uns erstmal die Stelle, wo unser Schiffchen angelegt hat. Und wo wir unsere Insel vermuten. Unsere Hauptinsel, das war ja in diese Richtung, oder? Oder, Hai, was meinst du? Genau, das war diese Richtung. Das heißt, da legen wir uns einfach mal einen Stick hin. So, diese Richtung ist es wohl. Und dann könnten wir... Das reicht doch als Richtung, oder? Muss ich hier einen Pfeil draus machen? Nö, das reicht. Und dann könnten wir hier in der Tat ein Bett noch auf diesem kleinen Eiland, auf diesem beschaulichen, errichten. Hier in der Mitte, das sieht doch gut aus. Legen wir mal ab. 1, 2, 3. Die Steinchen lege ich auch mal hier in die Nähe. 1, 2, 3. Ne, 2 nur. Kommen bestimmt noch mehr. Ich habe jetzt nicht richtig gesucht. Hier haben wir doch auch noch was. Achso, fürs Bett brauchte ich einen Hammer, aber das Problem ist ja in der Tat erledigt. Das ist gut. So, und werden wir mal gucken, was wir hier so ernten können. Yucca brauchen wir. Wir können da direkt liegen bleiben. Und Palmenwedel. Müssen wir keine große Palme fällen. Nehmen wir die hier. Nein, die nehmen wir nicht. Die hat nicht mal mehr Kokosnüsse. Die hat auch keine Kokosnüsse. Alle keine Kokosnüsse hier. Was ist denn da los? Nicht, dass es da eine Änderung gab. Wurde da ein Patch jetzt hier rausgehauen eventuell? Dass es weniger Kokosnüsse gibt? Die sind alle kokosnussfrei. War ich hier etwa schon? Da sind noch ein paar Kokosnüsse. Ich werde nämlich welche brauchen, wenn ich hier so gucke. Morgen früh. In diese Zeit. Mal gucken. Na komm. So, dann haben wir gleich die Palmenwedel und ein Bett. Ein bisschen Glück schaffen wir es noch. Bisschen Glück schaffen wir es noch vor Einbruch der Dunkelheit auf das Wrack zu schauen. Deshalb bin ich jetzt gerade so ein bisschen in Eile sozusagen. Scheint nicht zu reichen. Brauchen noch mehr Lashings. Kann dies sein? Kann dies sein? Wo waren die? Ich habe doch eben gerade noch eine kleine Yucca gesehen. Irgendwo werden wir doch noch eine haben. Da hinten, genau. Oh, jetzt wird es doch schon dunkel. Ich fürchte, wir müssen nächtigen. Und den Ausflug zum Wrack dann tatsächlich auf einen anderen Tag verschieben. Ne, da geht nur Campfire und hier mit dem Hammer. Das kann doch nicht sein. Was brauchte ich noch? Was brauchte ich noch an Palmenwedel? Eventuell noch brauchte ich da 6 Palmenwedel? Wir werden es rausfinden, ne? Ja, ja. Was hier so? Na komm. Ist insofern nicht schlimm, als dass ich... Obwohl, eigentlich schon schlimm. Eigentlich brauche ich die Palmenwedel auf der Hauptinsel. Wenn wir tatsächlich... Ich werde das jetzt nochmal schauen. Wenn wir tatsächlich 6 Palmenwedel... Dann würde ich fast sagen, dann machen wir die Nacht hier lieber durch. Dann machen wir die Nacht hier lieber durch und zimmern Palmen auseinander. Als dass ich jetzt da draußen ein Bett baue, weil wenn da jedes Mal 6 Palmenwedel weggehen für... Und wir brauchen die ja für unsere Hütte oder eventuelle Hüttenerweiterungen, die ja noch anstehen könnten. Zum Beispiel wäre es ja nicht so verkehrt, mal ein Lager zu errichten.
Insofern würde ich es dann ungern verschwenden, das Zeug. Also, so, jetzt. Ach nee, oder es sind nicht genug Sticks. Moment. Tack, tack und plonk. Ach so, war da noch Öl? Wo hing der noch dran? Ach da. Jo. Augenscheinlich. So, jetzt Campfire Bed. Sogar ohne 6-mal Stick, 4-mal Palmenleaf. 4 Leaf brauche ich auch für. Komm, wir schauen mal, ob mir ohne Bett rumkommen. Ich hoffe, es wird nicht zu dunkel. Dann nehme ich lieber hier die Insel auseinander. Die bietet ja nur wirklich optisch nicht unbedingt ein Highlight, dass man die jetzt hier am Leben lassen müsste. Dann nehmen wir die mal feinsäuberlich auseinander, schnappen uns die wichtigen Ressourcen, die wir brauchen. Und schleppen das dann auf unsere Hauptinsel so gut wie es geht. Ach ja, der Mond, das sieht schon geil aus, oder? Also, strahlt ein bisschen hell, das ist das Einzige, was man eventuell bemängeln könnte. So. Was übrigens auch gehen soll, ist, dass man die Kokosnüsse, bleibst du? Wenn man die jetzt einmal angeschlagen hat, das ist zunächst mal trinken, das ist klar. Und dann soll man die mit Kuh, wenn man das mit Schmackes irgendwie macht, soll man die auch kaputt hauen können. Ich überlege jetzt gerade, ob das vielleicht sinnvoll ist, das auf einem Fels zu machen, statt auf dem Boden. Aber angeblich soll man die mit Schmackes. Frage ich mich jetzt, oder kann man die hochwerfen? Nee. Also angeblich soll man die auch irgendwie so aufdonnern können, ohne dass man dann dafür die Axt verwenden muss, aber das sieht mir jetzt nicht unbedingt aus, als ginge das. Große Frage ist, wie lange man dafür bräuchte. Und ob sich das dann wirklich rentiert. Wahrscheinlich verhungert man bis dahin. So, Palmen. Weiterhin Palmen töten, ganz wichtig. Eigentlich brauchen wir hauptsächlich die Leaves, also die Palmenwedel. Na komm. Hallo? Will die nicht? Wir sind hier kaputt. Fall endlich um! Ich glaube, ich mache meine ganze Axt da dran kaputt, bis die umkippt. So. Und an der waren auch kaum oder keine Kokosnüsse dran, oder wie? Alles komisch. Eventuell wurde tatsächlich ein kleiner Patch reingespielt, den ich jetzt gar nicht mitbekommen habe. Weil vor nicht allzu langer Zeit war es ja nun wirklich so, dass die Kokosnüsse einem förmlich hinterhergeflogen kamen. Ja, während man von der Palme runterfiel, fielen einem die Kokosnüsse auch noch hinterher. Boah, der Sturz von der Palme, da hatte ich echt schon gedacht, okay, jetzt ist Spiel fertig. Aber es tat zum Glück nicht so weh. Es soll auch Knochenbrüche in diesem Spiel geben. Insofern hatte ich mehrfaches Glück. Erstens, dass ich den Sturz überhaupt überlebt habe. Zweitens, dass nicht mal mehr ein Knochenbruch dabei rumkam. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. So, ich verzichte jetzt mal darauf, die Loks
noch unbedingt kleiner zu machen, weil Sticks haben wir wirklich genug. Was wir brauchen, sind eher die Leaves. Dann nehmen wir auch die kleinen Palmen. Sticks holen wir uns dann. Auf diesen ganzen Inseln ringsherum, da sind mal Kokosnüsse runtergeplumpst. Sehr schön. Auf diesen ganzen Inseln ringsherum, wo wir ja bereits unterwegs waren, liegen ja auch noch Sachen. Es ist ja nicht so, dass ich da alles mitgenommen hätte. Ich glaube, nur an Palmenwedeln liegt, glaube ich, nirgendwo mehr was. Aber da ich ja so sternförmig, strahlenförmig quasi von meiner Hauptinsel mich immer wegbewegt habe, müssen wir einfach nur diese Routen immer mal wiederholen, nur mal gucken, was da liegt. Und dann werden wir da noch genug Reste finden. Komm, den einen hier mache ich mal. Ich brauche nämlich eh bald eine Axt. Ein paar Sticks werden wir hier brauchen. So. Ja, also Leaves haben wir echt genug. Also diese, wie heißen sie? Nicht Leaves, sondern Fronds. Palm Fronds. Jo. Das ist gut. Da können wir dann auf jeden Fall unser Dach weiterbauen. Ich glaube, da brauchen wir vier Stück jeweils. Vier Sticks, vier Fronds und den Lashings nehmen wir auch mal mit. Kann man hier mal hinschmeißen. Nee, das sind sie ja gar nicht. Wo sind meine Lashings? Da mittendrin. Im Gewühl. Da waren wir eben. Da waren wir eben die Framerate weg. Die können wir wegschmeißen. Von den Kartoffeln würde ich sagen, essen wir einfach mal. Komm, die dritte geht auch noch. Dann haben wir das wieder aufgefüllt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, sieht doch gut aus. Dann haben wir auf jeden Fall die ganzen Lashings dabei. Reichlich Stickpotenzial auch noch hier liegen. Und ein paar Palmen sind ja auch noch da, die wir noch gar nicht gefällt haben. Die kleine da hinten war, glaube ich, noch eine größere auch. Auf der Insel geht noch was. Wir kommen wieder, keine Frage. Aber in der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal, ja, also ich werde jetzt zurückpaddeln in der nächsten Folge, vielleicht nochmal ganz kurz Zwischenstopp machen, wenn die Haie denn weg sind bei diesem einen Wrack, was wir nicht erkunden konnten. Sobald die Nacht vorbei ist, also einmal kurz Wrack erkunden und anschließend zurückpaddeln mit den ganzen Wedeln, die wir im Gepäck haben. Und dann bauen wir unser Dach noch fertig und brechen zur nächsten Insel auf. Und so werden wir dann nach und nach hoffentlich die ganzen kleinen Inseln rings um uns herum erkunden. Und wer weiß, was wir da noch so entdecken. Ich habe ja jetzt auch markiert. Dann könnte man eigentlich auch noch eine Insel weiterspringen und uns mal ein bisschen weiter von zu Hause entfernen als nur eine Insel. Mal gucken. Vielleicht machen wir das mal. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao. Bis dann.